Hallo Sushi. Hallo Brian. Wie sieht es aus? Hast du etwas Neues herausfinden können? Ich bin noch dabei. Naja. Hör mal, da gibt es etwas, worüber ich mit dir sprechen will. Ich bin ganz Ohr. Tja, gibt's da irgendwas? Ach ja, wusstest du, dass in der Zelle eine Leiche liegt? Wusstest du, dass in der Zelle im Sheriffsbüro eine Leiche liegt? Ja, sie liegt seit mehr als einem Jahrhundert dort. Ach so. Einfach so. Na gut. Wer war er? Der Arzt der Stadt. Wie es aussieht, war er ein Trinker und schuld am Tod eines Kindes. Oh. Er war eingesperrt und wartete auf seinen Prozess, als der Zug entgleiste. Okay. Ja, ihn zu beerdigen. Habt ihr schon mal daran gedacht, ihn rauszuholen und zu beerdigen? Ach, weißt du, die Tür ist abgeschlossen. Und ich finde, die Zelle ist für diesen Mann als Grab gut genug. Ich glaube nicht, dass sich nach all den Jahren viel für ihn ändern würde. Und so gesehen ist die Zelle sein persönliches Grabmal, oder? Ja, kann man so sehen vielleicht, aber ich weiß es nicht. Wie konnten sie ihn dort drinnen auf so fürchterliche Art sterben lassen? Der Sheriff hatte den Zellenschlüssel bei sich und auch er starb am Tag des Unglücks. Es sieht aus, als ob jemand die Stadt warnte und Bescheid gab, dass sich eine führerlose Lokomotive der Stadt in voller Fahrt näherte. Der Sheriff stieg auf sein Pferd und schaffte es, auf den Zug aufzuspringen. Aber er hatte Pech und fiel bei einer Erschütterung der Lokomotive in den Heizkessel. Der arme Mann verbrannte in den Flammen, ohne den Zug gestoppt zu haben. Und wie ich dir schon sagte, flohen alle aufgrund der Entgleisung aus der Stadt. Niemand hat daran gedacht, einen betrunkenen Arzt aus seiner Zelle zu befreien, der schuld am Tod eines Kindes war. Aha, der Sheriff ist in den Schornstein der Lokomotive gesprungen, als sie entgleiste. Oder während sie entgleist ist. Das ist irgendwie schwer vorstellbar, aber ja, gut, soll so gewesen sein. Der ist da drinnen verbrannt. Das heißt, der Zellenschlüssel könnte sich in dem Schornstein befinden, ne? Wenn ich das jetzt so richtig kombiniert habe. Das heißt, wir müssen diese Lok anzünden, diesen Heizkessel. Gut, sprechen wir über etwas anderes. Ja? Weiß ich nicht, das haben wir schon. Sollen wir sich die Geschichte jetzt nochmal anhören? Das alte Bergwerk. Wir wissen ja jetzt wahrscheinlich, wenn wir reinkommen, uns fehlt halt noch was. Und die Geschichte über Douglasville, das wollen wir sonst, glaube ich, nicht mehr antun. Ich glaube, da werden wir nicht mehr viel rausfinden. Da vielleicht. Es geht um das alte Bergwerk deines Ur-Urgroßvaters. Ja, was ist damit? Haben wir sie schon gefragt beim ersten Mal, ob sie den Weg dadurch kennt? Kennst du den Weg durch den Stollen zum Hopidorf? Ich? Keine Ahnung. Ich bin nie im Bergwerk gewesen. Ich dachte, du hast vielleicht eine Karte des Bergwerks. Nein, sowas habe ich nicht. Ich weiß nicht. Falls es eine Karte vom Bergwerk gibt, müsste sie eigentlich in der Bank von Douglasville zu finden sein. Wahrscheinlich liegt sie im Tresor. Im Tresor? Da haben wir gar keinen Tresor gesehen, aber der wird dann wahrscheinlich im Keller sein. Kann das sein? Glaubst du wirklich, dass das Bergwerk wegen des Fluches plötzlich erschöpft war? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nur, dass das Bergwerk von einem Tag auf den anderen erschöpft war, ohne dass es dafür Anzeichen gegeben hätte. Und das ist nicht mehr normal. Findest du nicht? Weiß ich nicht. Kenne mich mit Bergwerken jetzt auch nicht aus. Aber gut, ja. Ich glaube, da haben wir jetzt alles dabei. Ich werde weitersuchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Sushi. Bis bald. Bis bald. Und viel Glück. Tja. Aber in der Bank waren wir ja vorher. Da soll irgendwo ein Tresor sein. Und da kommen wir jetzt nicht in den Keller, wo der wahrscheinlich steht. Ich vermute, dass der da unten dann ist. Loch, Keller. Es fehlt ein Stück vom Boden. Irgendein schweres Objekt muss das Loch verursacht haben. Ja, aber da kommen wir nicht runter, ne? Warum sollte ich dort hineinsteigen? Weil da unten der Tresor ist, wo die Karte zum Hopedorf ist. Hat die ja gerade gesagt, die Sushi. Hörst du nicht zu, Brian? Was zur Hölle? Ja, da gibt es ja sonst nichts mehr, ne? Da haben wir schon geschaut. Da wird es jetzt, ich weiß nicht, wie man da normalerweise regulär in diesen Keller runtergegangen wäre, als die Bank noch heile war. Aber für uns gibt es jetzt da keinen anderen Weg als dieses Loch. Da will er nicht runtersteigen, der Sack. Da gibt es auch nicht mehr. Ich wette, das war der Tisch von J.T. Douglas. Schön. Das hilft uns nichts, wenn wir die Dokumente da nicht lesen können. Und auch nicht in den Tisch schauen können. Ich sehe nichts von Interesse. Wir haben auch schon diesen Stempel, für was wir auch immer den brauchen, mitgenommen. Na gut. Ja, da können wir leider nichts mehr machen.
Dann müssen wir wieder zurück. Beziehungsweise schauen wir mal, ob Joshua vielleicht schon fertig ist mit seiner tollen Maschine, den Riemen da einzubauen. Werde mich unterdessen mal kurz schneuzen. Dazu muss ich aber kurz raustappen, kurzen Moment. Da bin ich wieder zurück. Es geht weiter aus der Bank in Richtung Krater. Genau. Weil da hoffentlich Joshua jetzt schon fertig ist mit seinem... Ach Mann. Oder auch nicht. Ich sehe, dass Joshua den Riemen noch nicht angebracht hat. Ich rede mit ihm. Was macht er? Joshua? Ja? Warum hast du den Riemen noch nicht angebracht? Sieh mal, da wäre ein kleines Problem. Ja? Ich kann den Riemen nicht anbringen, ohne das Rad des Motorrads abzumontieren. Logisch, oder? Ich konnte das Rad aber nicht abmontieren, weil ich dafür einen Zehnerschlüssel brauche. Ach, aber Gott. Keinen habe. Verdammt nochmal. Schon klar. Verdammt nochmal. Ich erst, was für ein Dummkopf ich gewesen bin. Ich hätte die Enden des Riemens nicht miteinander verbinden sollen, ohne ihn vorher um das Rad gelegt zu haben. Das Schlimmste ja. ist, dass ich den Riemen nicht aufschneiden kann, um ihn später wieder mit den Klammern zu verbinden. Ich glaube, er wäre dann zu klein. Außerdem habe ich keine Klammern mehr. Ja, Joshua, mach dir keine Sorgen. Ich besorge dir einen Zehnerschlüssel und bring ihn dir. Abgemacht! Ich verlasse mich auf dich, mein Junge! Na gut, da hätte man vorher drauf denken müssen, aber ich glaube, das hätte das Spiel sowieso nicht anders geregelt. Gut, da braucht man Werkzeug und das gibt's ja wieder bei Saturn, ne? Der hat ja einen schönen Werkzeugschrank im Saloon. Schauen wir uns nochmal kurz diese automatische Saloon-Tür-Steuerung an. So, und da gehen wir rauf zu Saturn und fragen ihn wegen dem Werkzeug. Ich nehme nicht an, dass wir jetzt einfach so einen Zehnerschlüssel rausnehmen können, ne? Ja, bestimmt kann ich mir den Zehnerschlüssel, den Joshua braucht, hier beschaffen. Ja. Aber ich möchte nichts nehmen, ohne Saturn vorher darum gebeten zu haben. Natürlich nicht, dann fragen wir ihn. Hey, Saturn. Freund. Was? Lieber Kevin. Nein, Freund. Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht. Ja, das glaube ich schon. Könntest du mir einen Zehnerschlüssel borgen? Ja, nimm ihn dir von der Werkzeugwand dahin. Okay, dankeschön. Ja, aber sonst, das haben wir schon gefragt, ne? Mich interessiert... Ja? Nein. Okay. Ich lass... Okay. So, dann nehmen wir uns den Zehnerschlüssel, gehen damit wieder zu Joshua zurück. Mal sehen. Die Schlüssel sind hier links. Verdammt. Oh. Ausgerechnet der Zehnerschlüssel ist nicht an seinem Platz. Das war ja klar. Hör mal, Saturn. Was ist jetzt wieder los, Bibi? Der Zehnerschlüssel ist nicht an der Werkzeugwand. Unmöglich, er muss dort... Ach ja, warte, das stimmt. Ich habe ihn gebraucht und er ist noch in meiner Tasche. Fang! Ach so. Junge, Junge, zur Hölle. Die sind wohl nicht die allerbesten. Na, mach dir keine großen Sorgen. Der Schlüssel muss unten auf der Straße liegen. Du musst nur nach unten gehen und ihn holen. Ja, tausend Dank. Wie stark hat denn der jetzt geschossen, bitte, dass der da runterfliegt? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen eine Distanz. Was zur Hölle der... Ach Gott. Es ist eine kleine Stadt. Eine Eins... Ja, aber da sehen wir jetzt nicht den Schlüssel von da. Natürlich. Gut, dann schauen wir runter. Es ist ja... Was soll man dazu noch sagen? Ne? So ein Zehnerschlüssel ist auch schwer, ne? Glaube ich. Innen von da vielleicht. Ich sehe den Zehnerschlüssel nirgendwo. Puh. Ich habe leider eine Ahnung, wo er sein könnte. Er ist in die ekelhafte Tränke gefallen. Und mal raus. Sehen, wer der Mutige ist, der die Hand dort hineinsteckt. Ich bestimmt nicht. Das machst du, Brian. Und zwar jetzt. Es tut mir leid. Aber ich muss eine andere Möglichkeit finden, den Schlüssel da rauszuholen. Ich denke gar nicht daran, meine Hand dort hineinzustecken. Was zur Hölle, warum nicht? Du hast eh Wasser oben, kannst dich dann waschen. Was soll denn das großartig sein? Das ist einfach nur... Es ist wirklich Pech, dass der Schlüssel ausgerechnet dort hineingefallen ist. Nee, okay. Ja, ich vermute, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass man das mit diesem Blumentopf macht, aber nicht von hier. Das bringt nichts. Er sagt nicht mal einen Hinweis, der Sack. Wir gehen mal rauf zum Balkon. Wir werden versuchen, den Blumentopf vom Balkon aus da runterzuwerfen. Und dann müsste sich das theoretisch aufschaukeln und der Schlüssel rausfallen.
Die Logik ist zwar nicht die beste, aber... Ja, das könnte eine gute Idee sein. Ich werde ihn in die Tränke fallen lassen. Mit etwas Glück springt der Schlüssel raus, der noch feststeckt. Ja. Von hier aus habe ich nicht sehen können, ob es funktioniert hat. Dazu muss ich runtergehen. Naja, schauen wir mal. Gehen wir wieder runter. Ich will diesen Brenner haben. Ich weiß nicht, wie man den bekommt. Das ist mir noch ein Rätsel. Na gut, schauen wir mal, was Joshua da fabriziert. Und schauen wir mal, ob wir jetzt einen Schlüssel finden. Ah ja, das ist er. Das funktioniert. Hier ist der blöde Schlüssel. Endlich gehört er mir. Vom Matsch befreit. Ach ja. Jetzt kann ich ihn Joshua bringen. Weißt du, warum ist er jetzt vom Matsch befreit? Einfach so? Also wenn er da nicht reingreift, dann würde er auf den Schlüssel auch nicht greifen, weil der voller Matsch ist. Aber egal. Lass mal die Logik außen vor und gehen wir zurück zu Joshua. Das schaut schon aus, wie wenn da ein Meteorit eingeschlagen hätte. Ne? Na gut. Ja, jetzt können wir ihm den Schlüssel geben. Ist der noch hin? Der hat mich eine Menge Schweiß gekostet. Ja. Am besten, ich bringe ihn gleich zu Joshua. Da sind wir schon. Bitteschön. Joshua? Ja? Ich habe den Zehnerschlüssel. Ah, wunderbar. Lass ihn neben dem Riemen liegen. Ich kümmere mich sofort darum. Aber warte noch 5 Minuten. Gerade erhalte ich eine neue telepathische Nachricht aus Trantor. Okay. Schon in Ordnung. Klar, wie du meinst. Ja, da müssen wir wieder die Szene verlassen, damit er in Ruhe da basteln kann. Ich hoffe, dass Joshua meine Idee jetzt in die Tat umsetzen kann. Ja, das hoffe ich auch. Okay, gehen wir wieder zurück. Jetzt ist halt die Frage... Kann ich in der Zwischenzeit irgendwas machen? Oscar benötigt diesen, ja, Kauterback, damit er den Stein, den Felsen bewegt. Bei der Lokomotive kann man auch nicht weiter, weil uns noch das Feuer fehlt. Und ich habe derweil keine andere Möglichkeit, das Feuer zu beschaffen. In Douglasville, da waren wir gerade, da wird es jetzt auch nicht mehr viel geben, was wir machen können. Wir müssen da irgendwie zum Tresor der Bank. Da weiß ich nicht, wie ich da runterkommen soll. Und am Bergwerk, wir können da nochmal schauen, ob ich was übersehen habe. In alter Point-and-Click-Manier. Aber ich glaube, dass wir da alles haben. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch irgendwas finden. Weil es halt immer so ist, gerade bei solchen Szenen, dass hier irgendwas übersehen wird. Bei einem Point-and-Click-Adventure. Aber schaut eher schlecht aus. Also die Kiste, die haben wir auch gesagt, die braucht er nicht. Oder was sagt er da? Ich vermute, dass man sie benutzt hat. Ja, sie ist leer. Und wir können sie nicht mitnehmen, weil sie... Ich glaube nicht, dass ich sie für irgendetwas benutzen kann. Viel zu schwer. Außerdem ist sie viel zu groß, um sie herumzuschleppen. Viel zu groß, okay. Die Lore, da war auch nichts drinnen. Das ist eine Lampe, die auch nicht anwählbar ist und da kann man nicht mal weitergehen. Das heißt, da ist wirklich nur dieser eine Felsen. Okay. Ja, gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir da nichts übersehen haben. Und anscheinend ist das so. Der Hopi-Indianer, der da aufgetaucht ist, der taucht auch nicht mehr auf. Ja. Na gut, dann gehen wir zurück. Schauen wir mal, ob Joshua schon fertig ist. Ne? Ah, schaut gut aus. Genial. Der Riemen ist schon montiert. Ja. Joshua? Mhm. Ja? Wie ich sehe, hast du den Riemen schon angebracht. Hast du schon ausprobiert, ob deine Erfindung funktioniert? Es tut mir leid, mein Junge. Wir haben kein Glück. Das Motorrad hat keinen einzigen Tropfen Benzin mehr. Das fehlte noch. Schön durchatmen. Es war ja klar. Es war ja absolut klar. Ich besorge das Benzin. So gefällst du mir, Junge. Ich weiß, dass du es kannst und mit deiner Hilfe werde ich mein Ziel erreichen. Es war ja so klar, dass jetzt noch irgendwas schiefläuft. Wie kommt er daher? Ohne Benzin, also das muss ja auffallen. Der wäre ja nie wieder weggekommen von da. Ich glaub, der hätte aus Trantor sich Benzin bestellen können oder was? Okay, na gut, dann müssen wir... Es war ja ein Benzinkanister bei Saturn, nicht wahr? Dann können wir ihn jetzt vielleicht darüber fragen, ob er sich das jetzt nehmen dürfen. Das ist schon ein bisschen eine Herumrennerei, ein bisschen kompliziert. Oder unnötige Wege, die man da machen muss. Was? So, kann man ihn um das Benzin bitten?
Ich möchte dich um etwas bitten. Wenn es in meiner Macht steht? Ja, das tut es. Benzin. Kann ich mir den Kanister dort borgen? Es ist Benzin, nicht wahr? Ja, es ist Benzin. Es tut mir leid, aber ich kann es dir nicht geben. Als wir in dieser Stadt ankamen, haben wir gewisse Regeln festgelegt. Aha. Eine davon besagt, dass wir nichts mit Geld zu tun haben möchten. Hier wird nichts gekauft oder verkauft. Wir benutzen das altbewährte und ehrenhafte Tauschsystem. Ach, wenn du etwas haben möchtest, das mir gehört, musst du mir etwas im Tausch dafür geben. Wenn es ums Ausleihen von Dingen geht, die nicht verbraucht werden, ist alles in Ordnung. Da sind wir sehr großzügig. Aber wenn jemand sich etwas ausleihen will, das er nicht zurückgeben kann, weil die Benutzung notwendigerweise den Verbrauch der Sache bedeutet, dann, mein Freund, muss man etwas als Gegenleistung erbringen. Und ich brauche dir wohl nicht zu erklären, dass dies bei dem Benzinkanister der Fall ist. Ja, ja, ich verstehe. Ja. Und was könnte ich dir im Tausch gegen den Benzinkanister anbieten? Ich kann mir vorstellen, dass du mir eins deiner Werke geben könntest. Ich sammle Werke anderer Künstler, weißt du? Das bereichert einen sehr. Naja, aber das ist ja auch komisch, ne? Tausch mit einer anderen Sache ist klar. Ich tausche eine Sache gegen eine andere Sache. Aber eine verbrauchbare Sache tausche ich doch nicht gegen eine nicht verbrauchbare Sache, oder? Das ist schon ein bisschen merkwürdig dann. Das wird sich ohne Geld nicht lösen lassen. Weil wie bekommt er denn das Benzin ursprünglich? Dass wir da auch nicht durch einen Tausch erlangt haben, oder? Na, irgendwie weiß ich nicht. Kann ich nicht ganz folgen. Aber gut, ich muss ihm also ein Kunstwerk geben, das ich nicht habe, weil wir kein Künstler sind. Aber er gibt uns jetzt auch keinen Hinweis, ne? Haben wir ihn schon gefragt, was er gerade arbeitet, ne? Erfinder, das haben wir auch schon gefragt. Ja, das kriegen wir nicht. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Jetzt will er ein Kunstwerk haben. Aber wir haben kein Kunstwerk. Doch, wir haben einen Bernstein. Ist das ein Kunstwerk? Den habe ich auf einer Ausgrabungsstätte gefunden. Ja, ich weiß. Im Stein ist eine Mücke eingeschlossen. Ah. Kann man ihm das geben? Das hätte wenig Sinn. Nein. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass das irgendwas mit dem Bernstein zu tun hat. Aber ich weiß noch nicht genau was. Aber jedenfalls müssen wir dann irgendwas finden, mit dem wir das kombinieren können. Wenn dann. Aber was? Und wo kriege ich das her? Da stehe ich jetzt an. Diesen blöden Benzinkanister, ne? Da steht da, wir können ihn nicht nehmen. Nein, ich kann ihn nicht mitnehmen, ohne zu fragen. Ja, wir haben schon gefragt und er gibt ihn uns halt nicht. Gut, da gehen wir wieder raus. Farbeimer, ne? Da können wir jetzt nicht zufällig den irgendwie... Das wäre unklug. Naja, weiß ich nicht. Oh, da ist noch ein Hebel. Warte mal. Holz- und Stahlgebilde, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, worum es sich handelt. Es könnte eine Art Hebelwaage sein. Oder vielleicht eine Karre, um schwere Sachen zu bewegen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher. Es geht um das hier, wo dieser Farbeimer draufsteht, dieses Holzgedings da, ne? Schauen wir mal einen Hebel. Können wir den betätigen? Mal sehen, wie der Hebel funktioniert. Mist. Oh. Mann, was hast du gemacht? Das ist ein Katapult. Du sollst meinen Katapult nicht anfassen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, was es ist. Wenn du nicht weißt, worum es sich handelt, sollst du es auch nicht anfassen. Na. Du hast mich um einen niegelnagelneuen Farbeimer gebracht. Verdammt sei die Stunde, in der ich dieses Katapult baute. Bitte sei nicht böse, mein Freund. Ich werde gar nichts mehr anfassen. Das hoffe ich. Na, ach was. Warum baut er ein Katapult und stellt das dann in sein Atelier und stellt dann einen Farbeimer drauf? Ja, dann regt er sich auf, wenn man das betätigt, unabsichtlich. Na gut. Der ist jetzt zur Bank geflogen, hä? Ich glaube, da sollte man mal hinschauen. Können wir jetzt da noch irgendwas, habe ich da irgendwas übersehen, auch in diesem überladenen Atelier? Da gibt es sonst nichts mehr, ne? Werkzeugwand, das Benzin kriegen wir nicht. Das Bett können wir auch nicht benutzen, ne? Ich glaube nicht, dass Saturn es gern sieht, wenn ich mich auf sein Bett lege. Ja. Aber könnte ja was drunter verstecken. Das Buch können wir nicht auswählen. Katapult. Ja. Irgendwelche Skulpturen da im Hintergrund, die man nicht auswählen kann. Diese Statue, ne? Da können wir aber auch nichts machen. Oder? Sie hängt viel zu hoch. Ich kann sie nicht erreichen. Da will er nicht. Ich wüsste nicht, was ich zurzeit damit soll. Mit der Kransteuerung will er nicht interagieren. Aber er sagt zur Zeit, das heißt, da können wir nachher auch noch irgendwas machen mit dem Kran. Vermutlich, gut.
Schauen wir nochmal runter. Ah, vielleicht ist das auch so ein bodenloses Fass hier, die Gerätekammer. Vielleicht findet man da irgendwas, was wir noch gebrauchen könnten. So wie bei der Handtasche. Oh. Ja. Diese trockenen Tabakblätter könnten wir sehr gut gebrauchen. Ah. Da braucht man vielleicht Rutger gar nicht für den Tabak. Dann können wir das selber machen, hä? Tabakblätter? Sie riechen unangenehm. Solches Zeug würde ich nicht rauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man diesen Kautabak herstellt. Da fehlt uns dann sicher irgendwas, aber mit dieser Schüssel? Ich soll die Tabakblätter in die Schale geben? Ja. Das werde ich auch tun, aber jetzt noch nicht. Warum nicht? Gibt's dafür eine Erklärung? Dann können wir Wasser dann auch reinfüllen? Nein, das wäre Verschwendung. Ja. Das halte ich für keine gute Idee. Da könnte man das nämlich... Das wird nicht gehen. Oh doch. Die Schale braucht keinen Stempel. Nein, aber einen Mörser, glaube ich, heißt das. Ich soll die Tabakblätter in die Schale geben? Das werde ich auch tun. Aber jetzt noch nicht. Mist. Kann man die zerkleinern? Wozu soll das gut sein? Weil ich Kautabak machen will. Und das zerkleinert den Tabak und man kann den in die Schüssel geben und dann irgendwie zusammenmixen mit irgendeiner anderen Substanz, die ich noch nicht habe. Mist. Brauchen wir noch etwas dazu. Wir können da Kautabak machen. Die Frage ist aber, ja, wie macht der denn Kautabak? Ich möchte nochmal Oskar kurz fragen, wie dieser Kautabak vielleicht hergestellt wird. Da fehlt mir noch irgendein Hinweis. Aber vorher noch kurz zur Bank. Da ist dieser Farbeimer geflogen, hingeflogen. Das ist schon ein bisschen heftig, dieses Katapult. Ist das der Farbeimer, den ich mit dem Katapult abgeschossen habe? Ja. Kann man da jetzt irgendwas machen damit? Nein. Ich würde mich mit Farbe vollschmieren. Außerdem ist die ganze Farbe ausgelaufen und Saturn wird es nichts nützen, wenn ich ihm den Eimer zurückgebe. Ich glaube, wir werden das Benzin nie bekommen. Ja, aber warum habe ich das jetzt überhaupt machen können? Was bringt mir jetzt das? Ist der Farbeimer da und ich kann ihn weder nehmen noch... Nein. Außerdem ist... Ja, weiß ich nicht, ne? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat, ehrlich gesagt. Außer, dass wir da jetzt großartig, ja, dass wir jetzt wieder bei der Bank sind und nicht wissen, wie wir dieses blöde Loch da runterkommen. Mist. Noch mal schauen, da Sie ist sehr alt und nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Aber sie ist auch eine Antiquität. Ja, haben wir schon gehört. Da war nichts mehr drin, ne? Da muss er erst hingehen und schauen. Das Gefühl, dass ich da irgendwas übersehen oder vergessen habe, aber ich weiß nicht genau. Sie ist schon offen. Die Schublade auch. Aber hier liegt keine lausige Münze mehr drin. Da haben wir ja schon geschaut gehabt. Da gibt es halt nur mehr Regal, da war nur der Tacker nichts drin. Interessantes. Nur Staub und alte Papiere. Ja. Alte Papiere, die aber nichts mit dem Hopi-Dorf zu tun haben, wahrscheinlich. Na ja, gut. Das Sofa war ja auch nicht. Lieber nicht. Die Beine sind kaputt und würden das Gewicht nicht tragen. Ich hätte noch so diese Gartenschere, Rosenschere. Warum sollte ich das tun? Damit haben wir den Riemen abgeschnitten, da können wir nicht mehr abschneiden wahrscheinlich. Das Loch, ne? Dass man da, wir haben kein Seil, wo wir weder in dieses Loch oben, wo Gina reingestürzt ist, runterklettern könnten. Oder auch, da könnte man hier auch runterklettern mit einem Seil, aber wir haben kein Seil. Mist. Na ja, gut. Dann. Ja, Benzin bekommen wir jetzt nicht, weil uns was fehlt. Ich gehe nochmal zu Oskar. Wie gesagt, da brauchen wir Feuer. Wir haben aber nichts zum Anzünden. Die hätte Feuer, aber im Kamin, aber da können wir uns nicht mal umsehen. Wir können sie auch nicht drauf ansprechen, sonst hätten wir das schon können. Warte mal, den Sheriff, das Sheriffbüro, Oma. Schau mich mal ganz kurz nochmal da um. Und vielleicht da irgendwas übersehen haben. Waffenschrank. Pinnwand, das haben wir schon gesehen. Das ein kaputter war der Tisch, Hut, ein paar alte Zeitungsblätter und eine Öllampe. Ja. Nichts, was nützlich sein könnte. Ah, okay. Dann das ist auch nichts Interessantes mehr. Da gibt es überhaupt nichts zum Anwählen. Da brauchen wir dann den Zellenschlüssel, den wir vermutlich aus dem Schornstein in der Dampflok bekommen. Ansonsten können wir da nichts machen. Ja, da war auch nichts, da waren die Holzscheite. Aber ich kann da nichts mehr auswählen. Den Ofen kann man nicht auswählen, ja gut, dann gibt es ja wirklich nicht mehr.
Gehen wir wieder raus. Und gehen wir zu Oscar. Mama Dorit das Haus. Hm. Das ist ein blöder Brunnen, ne? Ich hätte gern dieses Seil. Warum sollte ich das tun? Weil ich das Seil haben will. Damit ich da absteigen kann. Obwohl das Seil schaut jetzt nicht gerade sehr stabil aus, muss man auch dazu sagen. Hm, dass da irgendwas noch ist, was wir übersehen haben. Stein? Was?